Nach dem Sieg zu Hause gegen Kaiserslautern geht es am Samstag gegen den SC Paderborn. Welche Schnittmengen es mit dem Verein gibt, warum der 11. März ein gutes Datum für den FCM ist und etwas zum Schmunzeln aus der Clubhistorie. Das alles zeigen wir euch hier bei Matchday. Hier hinter mir werden viele von euch ankommen, die mit der Straßenbahn fahren. Dann noch eine Bratwurst und ein Bierchen in der Käseglocke und ab geht's Richtung MDCC Arena zum Spiel gegen den SC Paderborn. Die Paderborner stehen aktuell auf dem 4. Tabellenplatz. Der FCM hat sich nach dem 2. Sieg in Folge weiter von den Abstiegsrängen entfernt. In der Hinrunde am 3. September gewannen die Paderborner mit 1:0 durch ein spätes Tor in der 79. Minute. Der Termin für das aktuelle Spiel ist der 11. März und das ist ein gutes Datum für den FCM. Wir haben jemanden getroffen, der uns das bestätigen kann. Das ist Christopher Handke, bekannt für seine Hingabe für Blau-Weiß als Abwehrrecke. Sein erstes Profispiel machte er aber als Erfurter, der Gegner SC Paderborn. Ist schon ein paar Jahre her. Ja. Ich glaube, ich bin auch eingewechselt worden nach 20 Minuten mit einem Mann weniger. Mein Spiel war gar nicht so schlecht, das Ergebnis dafür umso schlechter. Wir sind richtig unter die Räder gekommen. 5-1, 5-0, irgendwie so in dem Dreh. Das war mein erstes Männerspiel, mein erstes Profispiel. Von 2013 bis 2019 war er dann Magdeburger, feierte die Aufstiege von der Regionalliga bis zur zweiten Bundesliga. Und er weiß, der 11. März ist ein Datum, das positiv besetzt ist für den FCM. Ich wäre aus der Winterpause gekommen. Auch da haben wir den Turnaround geschafft. Und was man dann sieht, was wir für eine Wucht entwickeln können. Und dann, glaube ich, nach dem Spiel, muss ich lügen jetzt, kann ich mich ganz genau erinnern, aber gab es wenig Dellen in diesem Saisonverlauf. Und dann sind wir am Ende relativ souverän dann doch aufgestiegen. Gegner an jenem 11. März 2018 der VfR Aalen. Es wird ein Traumtag für den Club. Das beginnt schon in der 4. Minute. Florian Pick in Paderborn mit seinem Startelfdebüt. Sein weiter Ball auf Christian Beck. Der ist gestern 30 geworden und heute trifft er. Beckus war dafür bekannt, dass er in der Box einer der besten Spieler der Liga ist. Das wussten wir. Wir haben die Bälle permanent versucht in die Box zu bringen. Und wenn er da einen freien Fuß hatte, war die Garantie groß, dass er auch eine macht. Ja. Und da waren viele verrückte Tore auch dabei, wo er, wie ich gerade schon gesagt habe, selber ein bisschen überrascht war, aber das ist ja egal am Ende. Und es geht weiter mit einem einzigen Sturmlauf. Abwehrkollege André Haino trifft, auch bei ihm eine besondere Situation. André Haino unter der Woche mit seinem Startelf-Comeback nach 570 Tagen. Wir waren halt so verschworen miteinander, das hatte jeder dem anderen gegönnt, auch wenn das für den Moment, du nimmst auf der Bank Platz, willst selber spielen, weißt vielleicht nicht warum, verstehst es vielleicht auch nicht ganz, solche Phasen gab es natürlich auch. Man hat sich aber trotzdem gefreut, deswegen war ich so hin und her gerissen. Du freust dich total für ihn, weißt aber selber, das könnte nächste Woche wieder eng werden. Ja, aber das hat uns, glaube ich, ausgezeichnet. Jahr für Jahr, die Spieler, die halt lange nicht gespielt haben, die kamen rein und die haben performt. Ja, und ich habe es, glaube ich, vorhin auch gesagt, der Trainer hat das halt geschafft, das zu moderieren. Das war eine große Stärke von ihm. Der FCM hat das Spiel fest im Griff und Christopher Handke wird früh eingewechselt für den verletzten Felix Schiller. Es steht 3:0, da hat Handke eine unglückliche Szene. 24. Minute. Traut, dann kommt der Ball zu Schnellbacher. Erste Möglichkeit, Anschlusstreffer. Du bist eigentlich dran, der kommt aber eher an den Ball, weil du kommst nicht davor. Der Verlänger, ich glaube, ich habe sogar ins Gesicht gekriegt. Legt den natürlich genau auf. Ich meine, die Gegner sind auch nicht so blind. Ne? Die können nutzen dann sowas aus, der knallt ihn unter die Latte. Gut gemacht vom Gegner, ein bisschen Pech dabei. Aber wie gesagt, wir haben es ja dann noch halbwegs ausgebügelt. Von daher, das hat für uns gesprochen damals, dass wir der eine für den anderen da war. Wenn Fehler passieren, die werden sofort ausgebügelt. Aber das Gegentor juckt an diesem Tag keinen. Christopher Handke ist mittendrin im Torrausch der Magdeburger. Die 73. Minute. Richard Weil, heute wieder Mittelfeldregisseur. Doppelter Doppelpass. Beck mit schönem Zuspiel. Per Kopf auf Weil und der trifft wunderschön. Ja, das war das 4-1 von Richie. Ich glaube, im Doppelpass im Mittelfeld. Ich weiß gar nicht, warum ich so weit vorne war. Das war eigentlich untypisch für mich. Und außerhalb von den Rängen kam die Unterstützung und das hat uns dann beflügelt. Und dann haben Sachen funktioniert, die nicht alltäglich waren. Und da war ein Tor schöner als das andere. Der FCM gewinnt 6:1. Der Beweis, dass der 11. März ein Spieltag der Magdeburger sein sollte. Ich bin kein Typ, der an Aberglaube sich festhält. Aber wenn es so sein soll, dann bitte gerne. Dann mache ich das an dem Tag und ich hoffe,
Der 11.3. ist ein guter Tag. Am Ende der Saison steigt der FCM erstmals auf in Liga 2. Christopher Hanke ist inzwischen Co-Trainer der A-Junioren-Bundesligamannschaft. Er spielte parallel noch kurz als Amateur beim Ummendorfer SV und VfB Sangerhausen. Und er ist immer noch Träger eines gepflegten Bartes. Aber das gehört dann schon wieder zu einer anderen Geschichte. Ja, schöne Bartträger gibt es auch hier in der Getik Arena bei den Handballern vom SCM. Von hier ist es nun nicht mehr weit. Das Gedränge wird dichter und die letzten Versorgungsstände sind dort drüben aufgebaut. Der FCM und der SCP haben mehr Schnittpunkte, als man denkt. Beispiele gefällig? Steffen Baumgart war Spieler und Trainer beim FCM. Dann, mehrere Stationen später, ist er Aufstiegstrainerheld in Paderborn, führte den Verein 2018 in die zweite und 2019 sogar in die erste Bundesliga. Außerdem gab es die Geschichte vom einstigen U23-Spieler und späteren NLZ-Leiter des FCM, Sören Osterland. Als Co-Trainer begleitete er im Oktober 2015 den Tiger Stefan Effenberg zum SC Paderborn. Und jede Menge Spieler wechselten vom FCM nach Paderborn. Zuletzt unser Kapitän Tobias Müller, Sirlot Conte und Raphael Obermeier. Richtig gute Jungs. Zurück zu unserer Mannschaft. Wie denkt sie über das bevorstehende Spiel? Ja, wir wollen natürlich da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ne? Wir wollen Punkte sammeln, wir sind gut drauf. Stimmung ist top hier. Deswegen, ja, fiebern wir natürlich von Woche zu Woche. Wir wollen jetzt weiter spielen, weiter im Flow bleiben. Und deswegen haben wir alle Bock. Wir haben immer ein gutes Gefühl, auch bei Gegnern, die mitspielen wollen. Das ist, ergibt immer gute Räume für uns, auch im Aufbauspiel. Ich denke, da haben wir auch einen guten Mix uns erarbeitet, dass wir auch mal die Tiefe schnell sehen und dass wir vielleicht nicht alles klein rausspielen wollen. Hinter uns der Block U. Von weitem sind schon die Wandmalereien zu sehen. Von hier geht die Stimmung aus, die das ganze Stadion erfasst und dafür sorgt, dass einer auf der FCM-Trainerbank sich sogar einen Knopf ins Ohr stecken muss. Aber Spaß beiseite, vielleicht hat sich wirklich schon der ein oder andere von euch mal gefragt, was Silvio Bankert da so treibt. Die Ausrüstung von Co-Trainer Silvio Bankert. So sieht man ihn während des Spiels. Ja, während des Spiels bin ich ja mit unserem Spielanalysten Kevin Walicek in Verbindung über das Headset. Da geht es im Punkt 1 erstmal auch um die Gegneranalyse. Ist der Gegner so formiert, wie wir uns das vorher gedacht haben? Gibt es da irgendwelche Änderungen? Welche Räume ergeben sich durch das Spiel, die man natürlich von oben her besser sehen kann? Und als zweites eigentlich die Rückkopplung von uns unten nach oben. Welche Szenen wir in den Halbzeitpausen zur Analyse benötigen? Verbunden ist er mit Kevin Walicek unter dem Stadiondach. Er filmt nicht selber, also war tatsächlich Regionalliga so gewesen, dass er selber mit der Kamera da gestanden hat. Zweite Liga ist es so, wie gesagt, dass die DFL die Bilder zur Verfügung stellt, ähnlich so wie dann auch mal bei Sky ist über Scouting-Feed, also praktisch die Draufsicht. Und in Halbzeit 2 geht es natürlich weiter mit dem internen Austausch. Hat der Gegner was angepasst? Wie sieht unser Spiel aus? Wie sieht das Spiel des Gegners aus? Was hat er oben für ein Gefühl? Okay, wo könnte man noch Impulse setzen? Tausche ich mich mit André aus und dann nehmen wir die gebündelten Informationen, stimmen uns dann nochmal auch mit Christian ab. Also dass da auch ein stetiger Austausch da ist aus mehreren Perspektiven und da eigentlich die bestmögliche Lösung für die Mannschaft in dem Augenblick zu finden. Silvio Bankert, inzwischen 37, ist übrigens seit 2017 Co-Trainer im Club. Zwischen 2008 und 2010 sowie 2014 und 2016 war er als Spieler beteiligt an Landespokalsiegen und am Aufstieg von der Regionalliga in die dritte Liga. Ja, erstmal denke ich, es ist ein ganz toller Verein. Selbst die letzten Jahre, was wir jetzt schon erlebt haben, Emotionen pur. Irgendwie Langeweile gibt's nicht. Treibt mich natürlich an, jetzt die zweite Liga so zu halten. Das hatten wir ja schon einmal gehabt. Und dieses Streben, den Verein jetzt in der zweiten Liga zu etablieren, weiter voranzubringen und einfach auch den Spaß mit den Emotionen, mit den Fans hier im Stadion und natürlich, dass die Familie jetzt auch so verwurzelt ist, dass mein kleiner Sohn praktisch auch in Magdeburg geboren ist, bindet natürlich zusätzlich und dass wir uns so verwurzelt und verbunden fühlen mit der Stadt und mit dem Verein und dann einfach Spaß macht, in den Verein arbeiten zu dürfen. Der Mann mit dem Knopf im Ohr an der Seitenlinie. Achtet mal auf ihn.
Hier vor dem Stadion am Eingang West findet man jede Menge Erinnerungen, wie sich Anhänger des Clubs eingebracht haben. Beispielsweise mit dem Heinz-Krügel-Denkmal. Eingebracht hat sich auch manch Autor. Und so gibt es jede Menge Bücher über den Verein und seine Geschichte. Blicken wir gemeinsam mit euch und einem Lächeln im Gesicht zurück in die Clubhistorie. Jede Menge blau-weißer Erinnerungen im Bücherregal von Volkmar Laube. Er hat sie aufgespürt, aufgeschrieben, herausgebracht. Das ist natürlich eine Teamarbeit gewesen, auch über Jahrzehnte. Insbesondere möchte ich meinen langjährigen Co-Autor Roland Uhl nennen und natürlich Andreas Brill, der immer für die Statistik zuständig war. Und wir haben natürlich sehr viel recherchiert, hunderte von Gesprächen geführt mit ehemaligen Spielern des ersten FC Magdeburg, aber natürlich auch mit Fans, mit Trainern, bis hin zum Physiotherapeuten und Mannschaftsarzt und natürlich auch mit einigen FCM-Funktionären vergangener Zeiten. Und dabei ist auch die eine oder andere kuriose Geschichte zu Papier gebracht worden, die sich in der Clubhistorie tatsächlich ereignet hat. Es gab natürlich auch viele kuriose Szenen auf dem Spielfeld und auch neben dem Spielfeld. Und einige davon haben es in die Bücher geschafft. Es gab aber auch ein paar, wo wir gesagt haben, ach, das halten wir lieber unter Decke, da reden auch die Spieler nicht mehr so gerne darüber. Nach langer Sichtung und ausführlichem Schmunzeln hat die Matchday-Redaktion diese Top 3 gekürt. Unser Platz 3. Ja, eine besondere Episode, die auch Einklang in die Geschichtsbücher des FCM gefunden hat, gab es in der Saison 2007-2008. Und zwar präsentierten Christian Prest und Christopher Kuhlmann die neuen Trikots vor der Saison. Und zum Schreck der FCM-Fans sollten die Auswärtstrikots orange sein. Und als der erste FC Magdeburg sein erstes Auswärtsspiel bestritt bei den Amateuren des Hamburger SVs, waren bei den 1400 Zuschauern die Mehrzahl die Magdeburger. Und die Magdeburger Fans hatten sich fast alle orange Trikots angezogen. Und nach dem Anpfiff des Spiels haben sie alle ihre Trikots ausgezogen und haben sie über die Stadionbrüstung geworfen, um zu zeigen, dass sie diese Trikots nicht haben wollen. Unter dem Motto Orange gehört in die Tonne wurden diese orangen Trikots von den FCM-Spielern auch nie wieder getragen. Unser Platz 2. Am 6. März 1982 musste der 1. FC Magdeburg in der DDR-Oberliga beim FC Rot-Weiß Erfurt antreten. Als Damian Halata den 2:3 Anschlusstreffer für den Club erzielte mit einem 25 Meter Gewaltschuss, flog Torhüter Oevermann von Erfurt beim Versuch, den Ball noch zu kriegen, ins Netz und riss dabei den maroden Torpfosten um. Dieser wurde dann notdürftig mit Holzlatten wieder geflickt, um das Spiel fortzusetzen. Der 1. FC Magdebourg hat aber leider das Spiel am Ende 2:4 verloren. Und das ist unsere Nummer 1. Eine der kuriosesten Szenen in 40 Jahren des DDR-Fußballs und natürlich auch in der Geschichte des 1. FC Magdeburg ereignete sich am 3. Mai 1975 in Halle. Jürgen Pomorenke schoss einen Freistoß aus ca. 20 Meter direkt ins obere Eck. Die FCM-Spieler streckten schon die Arme in die Höhe und die mitgereisten Fans hatten den Torschrei auf den Lippen. Da geschah etwas Unfassbares. Der Ball flog durch das Netz hindurch ins Stadion rund. Auf dem Platz und auf den Rängen gab es einige Augenblicke der Ratlosigkeit, bis der unparteiische Rudi Glöckner auf Abstoß entschied. Die Magdeburger Spieler liefen zu ihm und reklamierten. Rudi Glöckner blieb aber bei seiner Entscheidung. Und in der abendlichen Sportsendung des DDR-Fernsehens konnten die aufmerksamen Beobachter sehen, dass der Ball durch das Netz flog und nicht am Tor vorbei. Der 1. FC Magdeburg gewann mit 3:1 in Halle. Danke, Volkmar Laube. Wir wollen weiterschmunzeln. Meldet euch doch einfach bei uns, wenn ihr uns eine weitere unglaubliche FCM-Geschichte erzählen könnt. Ihr könnt eure Geschichte rund um den Europapokalsieg 1974 schreiben oder Gegenstände für Ausstellungen anbieten. Sendet dazu einfach eine Mail an europapokalsieg@fc-magdeburg.de. Hier durch diesen Eingang gehen Trainer und Spieler in die Arena. Um 13 Uhr ist am Samstag Anpfiff. In den 10 Pflichtspielen seit 2001 gab es 4 Siege für den FCM, 4 Unentschieden und 2 Siege der Paderborner. Eine positive Bilanz.
Das ist doch ein gutes Omen. Genauso wie das Spieldatum der 11. März mal ein Glückstag für unseren Club war. Ihr erinnert euch sicher noch an die Story rund um unseren ehemaligen Abwehrrecken Christopher Handke. Was glaubt ihr, wird auch der 11. März 2023 ein gutes Datum für den FCM? Schreibt uns eure Tipps gern mal in die Kommentare. Mit unserem Mutmacher der Woche verabschieden wir uns bei euch. Kommt gut ins Stadion. Bis dahin, macht's gut und ciao. Seit vielen Jahren arbeiten wir als Dienstleister mit dem 1. FC Magdeburg zusammen und sorgen für Sauberkeit und Ordnung, unter anderem im Stadion. Für uns ist es sehr wichtig, dass sich die Mannschaft, die Fans und die Gäste wohlfühlen. Gerade wenn die Heimspieltage so nah beieinander liegen, ist es eine große Herausforderung, der wir uns aber sehr gerne stellen. Wenn man dann im Stadion ist und so ein Spiel miterlebt, ist das einfach nur Gänsehaut pur. Block U mit seinen Fangesängen und dann noch 3 Punkte. Was gibt's Schöneres? Wir freuen uns auf ein tolles Spiel am Samstag gegen Paderborn und drücken unseren Jungs ganz fest die Daumen. In diesem Sinne, vorwärts Magdeburger Jungs, schießt ein Tor für uns. Oder 2 oder 3.